I want to introduce to you Mika from Graz. He is talking about continuous integration in data centers. Have fun. Danke. Die erste Frage in die Runde. Wer kennt Continuous Integration? Okay. Wer kennt Jenkins? Wer setzt Jenkins ein? Wunderbar. Ja. Kurze Roadmap, was werde ich erzählen? Grundsätzlich mal eine Begriffserklärung und Gründe für CI, warum wir im Kontext vom Rechenzentrum sprechen. Ich werde ein paar Worte zum Continuous Integration Server Jenkins erzählen. Continuous Integration mit Debian-Paketen, wie man das sinnvoll einsetzen kann im Umfeld eines Rechenzentrums auch. Weitere Beispiele für den Einsatz von CI bzw. auch Continuous Delivery im Rechenzentrum und ein paar Best Practices. Welche Fehler sollte man mich vielleicht nicht machen? Worauf sollte man aufpassen, wenn man sowas einzieht? Zur Begriffserklärung ganz kurz. Continuous Integration kommt aus dem Softwareentwicklungsumfeld. Dort hat es sich etabliert. Dort ist es eigentlich Common Practice. Continuous Deployment kommt aus der Ecke. Man sagt, in dem Moment, in dem die User Acceptance Tests okay sagen, kann man das rausliefern. Und Continuous Delivery geht dann in die Richtung, man gibt eigentlich demjenigen die Entscheidung, der das Business tragt. Das heißt, man verschiebt die Entscheidung von einem technischen Standpunkt hin zu einem Management-Standpunkt. Und das ist eigentlich das, über das wir reden. Continuous Integration ist so der Begriff, der läufig ist. In den letzten ein, zwei Jahren ist auch Continuous Delivery sehr populär geworden und das ist eigentlich das, von dem wir hier reden. Warum Continuous Integration überhaupt und auch im Rechenzentrum? Das Problem ist, desto früher in der Pipeline man anfängt, gewisse Sachen zu beachten, desto weniger sind die Schmerzen. Also vor allem diese Wartungsschmerzen, man hat etwas im Produktionsbetrieb und niemand traut sich das angreifen. Das heißt, man möchte auch so eine Unabhängigkeit von Servern haben. Das kennt jeder wahrscheinlich vom Anfang als Sysadmin. Man hat einen Server, der irgendwo im Eck steht und keiner weiß, was darauf läuft. Und jeder sagt nur, bitte nicht angreifen, da ist irgendwas Wichtiges drauf, wir können dir aber nicht sagen, was. Genau von dem möchte man weg. Das heißt, Unabhängigkeit von irgendeinem Entwickler, von irgendeiner Entwicklermaschine. Natürlich auch das Thema Skalierbarkeit. Also wirklich, man hat am Anfang, startet man vielleicht mit ein, zwei, drei Servern und irgendwann explodiert das Ganze. Man hat wirklich das Bedürfnis, relativ viel Server in kurzer Zeit rauszuliefern und dann hat man eigentlich keine Zeit mehr, sich darüber Gedanken zu machen. Das Ganze soll auch wirklich reproduzierbar sein. Das heißt, wenn man es einmal gemacht hat, möchte man es ein zweites Mal machen können und zwar wirklich in der gleichen Form. Das ist insofern auch wichtig, weil es eine gewisse Sicherheit gegenüber dem Management auch gibt. Das heißt, weg auch vom technischen Standpunkt. Und berechenbar. Also man möchte eigentlich die Möglichkeit haben zu sagen, wir wissen, dass ein Deployment 12 Minuten dauert. Wenn es Worst Case ist, Viertelstunde. Aber das war's dann. Das heißt, man möchte eigentlich auch Statistiken haben, Metriken, mit denen man arbeiten kann. Und die sind im Umfeld von einem Jenkins, von Continuous Integration eben Bestandteil des Systems an sich. Wichtiger Teil, wenn wir von Continuous Integration bzw. Continuous Delivery reden, Versionskontrolle. Es zählt wirklich nur das, was unter Versionskontrolle steht. Das heißt, alles, was auf irgendeinem Entwickler-Laptop ist, das nie eingecheckt worden ist, das ist uninteressant. Das wird nie in Produktionsbetrieb gehen, weil es einfach in dieser Build-Pipeline, über die wir später noch reden werden, überhaupt nie Bestandteil davon ist. Distributed Version Control Systems, also Git, Mercurial, sind wunderbar, genau für Continuous Delivery Ansätze, einfach weil sie ein sehr verteiltes und unabhängiges Entwickeln erlauben. Auch ein Make ist nicht genug. Bei einem Make auf irgendeinem Entwickler-Laptop können Dateien drauf sein, die dann in den Produktionsbetrieb gehen und wenn der Entwickler-Laptop zum Beispiel verschwindet, bekommt man die gleiche Umgebung nicht mehr her. Das heißt, einfach nur Make machen ist nicht genug, da gehört wesentlich mehr dazu. Und Jenkins ist so das WordPress der CI-Umgebungen, mit allen Vor- und Nachteilen. WordPress ist so bekannt dafür, das ist so ein Webinterface, das kann jeder bedienen, das ist relativ leicht zum Installieren, hat vielleicht ein paar Schmerzen, aber die Schmerzen sind vielleicht im Vergleich zu anderen Systemen sehr gering. Gründer für Jenkins sind Open Source, ist unter der MIT-Lizenz verfügbar. Es gibt wöchentliche und Long-Term Stable Releases.
Ende März waren es über 60.000 registrierte Installationen, die das Team trackt, und ich habe über 700 Plugins Stand Mitte April gezählt. Es gibt eine sehr große Community, und vielleicht ist noch einigen der Hudson ein Begriff. Hudson war das Projekt, bevor es quasi in die Community übergegangen ist. Wer Hudson im Einsatz hat, kann eigentlich bedenkenlos zu Jenkins wechseln. Jenkins ist jetzt dieser Community Driven Support, wo sich wirklich die Entwicklung abspielt. Also die ganzen Plugins, diese über 700, da kommen jeden Tag über 1,5 Plugins, glaube ich, dazu. Das ist wirklich, wirklich eine aktive Community, die sich vor allem in den letzten 2 Jahren sehr gemausert hat. Die erste Frage, die dann gestellt wird, ist so, Java, das wollen wir eigentlich nicht, also gerade im Rechenzentrum-Umfeld vielleicht nicht beliebt. Ja, Arbeitsspeicher hilft definitiv. Aber nein, man braucht keinen Java-Code angreifen, und auch wirklich, es ist unabhängig von Java-Projekten. Also es ist Java-Software, sie ist ganz einfach zum Installieren, zum Deployen, total stressfrei eigentlich, aber wirklich nicht diesen vielleicht negativ behafteten Java-Hintergrund als erstes hernehmen. Dann die nächste Frage ist, wir haben da, wenn wir im Jenkins irgendwas bauen, gibt es so blau und gelb, was soll das eigentlich sein? Das kommt daher, dass in Japan das Rot Stopp bedeutet und Blau ist dieses Go, also quasi das über die Ampel gehen. Blau sagt, wir sind gut, alles ist in Ordnung, wir können das rausliefern. Rot ist quasi der Abbruch, da gibt es ein Kriterium, das uns definitiv davon abhält, das in Produktionsbetrieb zum Beispiel zu nehmen. Und gelb heißt, es sind irgendwelche Kriterien nicht erfüllt, aber man kann es vielleicht trotzdem hinausliefern. Um mit Jenkins zum Start zu kommen, ist wirklich nicht mehr notwendig, als sich dieses Jenkins WAR-File runterladen, zu starten, und im Browser auf Port 8080 kann man eigentlich schon loslegen. Das ist jetzt für den Demo-Zweck. Im Produktionsbetrieb natürlich bitte die Softwarepakete verwenden. Das Jenkins Upstream-Projekt stellt da wirklich für jede wichtige Plattform die Pakete zur Verfügung, und die funktionieren hervorragend. Also da gibt es eigentlich keinen Stress. Ich führe ganz kurz vor, was eigentlich passiert, wenn man so ein frisches Jenkins bekommt. Also ich lege einen Demo-Job an, dem ich einen Namen gebe, nehme ein Freestyle-Software-Projekt, das heißt ohne irgendwelche Spezialsachen. Da habe ich diverse Optionen, da kann ich noch eine Beschreibung für diesen Jenkins-Job vergeben. Mache einen Build-Step, wo ich einfach nur sage, ich möchte irgendeinen Shell-Befehl ausführen, schreibe da irgendwas rein, in dem Fall also ein Hello OSDC 2013. Speichere das Ganze, das war jetzt schon quasi das Erstellen des Jenkins-Jobs, kann auf Build Now klicken, das wird ausgeführt. In dem Fall ist es im Status blau. Ich habe noch so Konsolen-Output, wo ich genau nachvollziehen kann, was gemacht worden ist. Der ganze Aufwand ist jetzt notwendig, um ein Make da hineinzubauen. Also mehr ist es nicht. Genau mit diesen 2 Minuten Aufwand kann man irgendwas, was man bisher halt im Terminal gemacht hat, im Jenkins machen. Das ist ein Web-Interface, das die ganze Logik dahinter hat. Und das Wichtige ist, wer jetzt Abneigung gegenüber dem Web-Interface hat, Jenkins bietet ein Webinterface, aber man kann alles über die Command-Line, über eine REST-API, über weitere Schnittstellen steuern. Das heißt, überhaupt kein Grund, da viel zu nutzen. Weitere Beispiele, also wenn man das jetzt hernimmt, also man sieht, man kann Source-Code-Management natürlich einbinden. Man sagt, ich möchte ein Git-Repository verwenden vielleicht in dem Fall. Ich möchte in Execute Shell Step Make Prepare Release machen. Wenn es da einen Fehler gibt, wird automatisch abgebrochen, das ist dann rot. Und ich möchte weiters noch PEP 8, in dem Fall, das ist ein Python-Projekt, möchte ich noch bestimmten Output generieren. Da ignoriere ich, wenn PEP 8 fehlschlagt. Das kann im Endeffekt auch einen Fehler liefern. Den möchte ich dann aber eigentlich in den Testresultaten erst auswerten. Ich kann dann sagen, archivieren von sogenannten Artifacts. Das sind also, ist die Ausgabe von Reports, das ist vielleicht das Bildresultat, die kann ich dann im Jenkins archivieren und weiter behandeln. Im Konsolen-Output kann ich dann im Endeffekt nachvollziehen, was genau gemacht worden ist. Das ist auch live, das heißt, in dem Moment, in dem das läuft, kann man da mitverfolgen, was genau da passiert. Mittlerweile gibt es auch so Terminal-Plugins, mit denen man on-demand den Job anhalten kann und sich verbinden kann ins Terminal, direkt schauen, was da passiert, wenn es wirklich mal Probleme gibt. Und das Resultat davon mit diesen Build-Artifacts ist jetzt quasi meine Release. Also da hätte ich jetzt im Endeffekt den Release-Tarball mit einer MD5-Sum, auch noch mit einer eigenen Datei.
Und das wäre jetzt eigentlich schon so der simple Ansatz, um einfach einmal ein Softwareprojekt, egal was das jetzt ist, homogen in Jenkins zu integrieren. Man kann also Sachen integrieren wie Violations Report, das heißt in dem Fall der PEP 8 Report, wo man eine Trendkurve sieht, ist das jetzt raufgegangen, ist das jetzt runtergegangen, Abbruch, wenn ein gewisser Prozentsatz an Violations auftritt. Man kann schön nachvollziehen, wie viele Zeilen sind in einem Projekt, steigt das extrem über irgendeinen Zeitraum, welche Programmiersprachen sind involviert. Das sind alles Sachen, die kriegt man out of the box quasi mitgeschenkt. Da gibt es keinen besonderen Bedarf, dass man irgendwelche Graphen selbst machen muss. Das ist eigentlich alles über Jenkins direkt zu bekommen. Die wichtigen Bestandteile von einer Build-Pipeline wollen wir kurz anschauen. Also diese Build-Artifacts, da können wir jetzt, wenn wir im Umfeld von einem Rechenzentrum reden, können wir jetzt eben zum Beispiel Debian-Pakete hernehmen, da können wir Jars hernehmen, da können wir RBMs hernehmen, alles, was wir im Endeffekt erstellen. Wir können Stages definieren. Wir sagen zum Beispiel, wir haben eine Entwicklungsumgebung, wir haben eine Testumgebung, wir haben eine Production-Umgebung. Und in diesen drei Umgebungen gibt es eben verschiedene Requirements. Wir sagen, in der Entwicklung darf alles Mögliche kaputt sein, da können Codes verifiziert werden, die kaputt sind, das Test-Reports können noch kaputt sein, das ist uns egal. In Testumgebung muss das alles funktionieren und alles, was in der Testumgebung funktioniert, das reichen wir weiter in die Produktionsumgebung. Wie viele Stages man da macht und wie man diese Schranken, diese Barrieren einbaut, das ist jedem Einzelnen überlassen. Und diese QA-Tests, da kann man wirklich sagen, ich möchte Unit-Tests machen, ich möchte Komponent-Tests machen, ich möchte System-Tests machen. Und die kann man natürlich jetzt passend mit den ganzen Stages vereinen. Wichtig an diesen ganzen Konzepten, die wir uns nachher noch ein bisschen näher anschauen, ist, dass man natürlich auch die Möglichkeit hat, Notifications zu vergeben. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann man per E-Mail oder IRC oder wie auch immer, kann man diejenigen, die das eingecheckt haben, informieren. Und da gibt es eine nette Variante, was man da alternativ noch dazu machen kann. Da hat jemand mit einem USB-Raketenwerfer gebaut. Sie schauen nach, wer hat den letzten Build quasi kaputt gemacht, wissen, wo sitzt derjenige und schießen dann in dem Moment den Pfeil los. Also auch das gibt es als Plugin für Jenkins. Also das muss man nicht einmal selbst bauen, das ist integriert. Im Kontext von Debian-Paketen möchte ich erwähnen, ich bin Autor von Jenkins Debian Glue. Das ist ein Projekt, das das Ziel hat, das kontrollierte Rollout von Software. Und zwar nicht nur für Softwareentwickler, sondern auch im Umfeld von einem Rechenzentrum. Man muss ja nicht unbedingt Software deployen. Es reicht, dass man ein RAID-Management-Tool hat, dass man in einer bestimmten Version ausrollen will. Es kann sein, dass man irgendeine bestimmte Firmware irgendwo einspielen will. Das sind alles Sachen, die kann man über Jenkins automatisieren und nachvollziehbar machen. Und man kann nicht, also man kann ja sagen, das beziehe ich von Debian, aber es gibt halt Software, die möchte man nicht in Debian integrieren oder kann sie gar nicht integrieren, aus lizenzrechtlichen Gründen, Intellectual Property, was auch immer. Debian Packaging hat so ein bisschen einen Ruf, dass es sehr kompliziert und komplex ist. Das ist so eine Anzahl von Tools, die beim Debian Packaging vielleicht eine Rolle spielen. DPKG, das darunterliegende Management. Dev Helper in Version 8, beziehungsweise mittlerweile noch neuer, ist so der State-of-the-Art-Weg, um etwas zu machen. In dem Moment, in dem man ein Make-Install irgendwie hinkriegt in der Software, ist das in Debian-Packaging mittlerweile ein No-Brainer. Also da muss man wirklich keine Angst haben. Es gibt unzählige Tools, damit man Perl-Pakete baut, Ruby-Gems, was auch immer. FBM, wer kennt FBM? Doch einige. Also das ist so wirklich dieser Ansatz, ich möchte die Debian-Policy nicht lesen, ich möchte nicht wissen, wie man RBM-Pakete baut, aber ich möchte das irgendwie distributen. Da hilft FBM weiter, es gibt für je nach Versionskontrollsystem unzählige Build-Package-Skripte, die da weiterhelfen, wie man das kontrolliert rausbaut aus der Versionskontrolle. Co-Builder, P-Builder, S-Build, das sind so Bildumgebungen, um sicherzustellen, dass man die Software, die man jetzt eigentlich kompiliert, die man jetzt baut, in einer sauberen Umgebung behandelt. Und das, was man da gebaut hat, das geht am Schluss in Reprepo, in Dark, in was auch immer, da gibt es unzählige Repository-Systeme. Und Jenkins Debian Glue hat sich jetzt genau das zum Ziel gesetzt oder der Wunsch gekommen, das möchte man auch für Nicht-Debian-Entwickler betreibbar haben. Das heißt, diese Einstiegshürde ist oft, wie kriege ich ein Debian-Paket kontrolliert, gebaut, ohne dass ich all dieses Spezialwissen habe. Das abstrahiert also Reprepo oder auf Wunsch auch Fried
auch Kaubilder, das abstriert das alles weg. Da muss man sich nicht drum kümmern, das wird alles automatisch ausgerollt. Out of the box wird Subversion und Git unterstützt. Das heißt, wenn die Software, die man ausrollen will, dort verfügbar ist, kann man das im Endeffekt mit ganz wenig Aufwand machen. Es ist vorwiegend Shell, das sage ich deswegen, weil es gibt einige Projekte, die haben Jenkins Daemon Glue im Einsatz, aber leicht customized und der Aufwand, das zu adaptieren, ist sehr gering. Also das kann wirklich jeder lesen, was da drinnen passiert, es ist leicht zum Adaptieren und da gibt es also keine, dieses Problem, da welche Skriptsprache nehme ich in dem Fall. Also es gibt ein paar Perl, Ruby und Python Skripte, die drunter stecken für spezielle Sachen. Das ist aber meistens dann, weil es für genau diesen Ansatz wichtig ist. Jenkins Daemon Glue ist im Praxiseinsatz unter anderem im Grimmel-Projekt. Wer kennt den Grimmel? Oh, nicht schlecht. Ich bin im Grimmel-Projekt aktiv und wir bauen dort nicht nur Debian-Pakete raus, sondern wir bauen dort auch unsere ISOs raus. Das heißt, in Jenkins kommen unsere Daily-ISOs raus, das heißt, bei uns gibt es für alle Flavors, die wir für Grimmel haben, jeden Tag ISOs und wir machen auch die offiziellen Releases daraus. Mittlerweile verwendet auch das Postgres-Projekt Jenkins Debian Glue. Isinga hat es im Einsatz und vor kurzem war von dem Betreiber von LLVM, Upstream Debian Ubuntu-Pakete, ein Blogpost auf Debian Planet, der verwendet eben auch Jenkins Debian Glue und das sind so Projekte, die haben relativ viel Schwung reingebracht. Wir möchten ganz kurz anschauen, wie Jenkins Debian Glue funktioniert. Bei Debian muss man wissen, es gibt diese Source-Pakete, so wie es auch Source-RPMs gibt. Die baut man genau einmal. Man möchte genau die Version ein einziges Mal vorliegend haben. Das heißt, man braucht auch wirklich nur, wenn man dieses in Git zum Beispiel hat, baue ich das ein einziges Mal heraus und behandle das weiter, und zwar in den Binärpaketen. Die baue ich dann pro Architektur. Das heißt, wenn ich mehrere Architekturen unterstützen möchte und zum Beispiel was Architekturspezifisches habe in meinem Code, da ist das wichtig, dass ich das aus einem Source-Tree mehrmals für die Architekturen rausbaue. Genau diese Logik hat auch Jenkins Debian Glue drinnen. Das heißt, es unterscheidet zwischen diesen Source-Paketen, diesen Binary-Paketen und weiß auch, wenn es ein Architecture-All-Paket ist, das heißt, eines, das nicht spezifisch nur auf einer Plattform funktioniert, baut es auch nur einmal. Wir haben dann noch dieses Konzept der Repositories. Standardmäßig werden Reprepo und Thread unterstützt. Es gibt standardmäßig für jedes Projekt ein eigenes Repository. Das heißt, wenn man jetzt irgendeine Software hat, die man komplett unabhängig von anderen verwenden will, kann man genau dieses eine Repository einbinden via etc app sources list und kann das installieren, in jeder beliebigen Version dann ausrollen. Es gibt Release-Repositories und Trunk-Releases, wo man einfach den Ansatz hat, man möchte jetzt mehrere solche Projekte in einem vereinen. Das heißt, niemand zwingt einen, dass man jetzt dann 100 Repositories für 100 verschiedene Projekte hat, aber das ist ein Gratis-Feature quasi. Und man muss sich mit diesem Repository-Management überhaupt nicht beschäftigen. Das heißt, das wird alles automatisch gehandhabt im Hintergrund. Man kann dann auch automatisch signieren lassen, denn das Repository, da braucht man im Endeffekt nur einmal einen GPG-Key installieren und das war's. Was wichtig ist, wir wollen da natürlich auch diese ganzen QA-Tests integriert haben. Das heißt, wir möchten schauen, ist das Paket selbst in Ordnung? Lintian ist ein hervorragendes Tool aus der Debian-Ecke, das schaut, ist dieses Paket sinnvoll? Gibt es da irgendwelche Fehler drinnen, die häufig begangen werden? Auto-Package-Test ist aus der Ubuntu-Ecke, das ermöglicht, dass man quasi in Debian/Tests einfache Testskripte hineintut. Das kann sein, es gibt bei Postgres gibt's Skripte, die schauen, funktioniert dieser Postgres-Cluster bzw. dieser Postgres-Server überhaupt so, wie wir es uns vorstellen. Da kann man alles machen in einer definierten Umgebung, komplett stressfrei, weil die wird wieder danach zerstört, weggeworfen. Wenn es Probleme gegeben hat, wird automatisch abgebrochen. BuParts ist der Test, um zu schauen, kann ich die Software überhaupt installieren? Kann ich die von der letzten verfügbaren Version im Repository auf die aktuellste upgraden? Und kann ich die Software auch wieder deinstallieren? Das sind Sachen, die werden gerade, wenn man mit Paketen arbeitet, mit Betriebssystempaketen, gern übersehen. Ich kann die Software zwar installieren, aber ich bringe die nicht mehr runter. Das kann aber durchaus notwendig sein, wenn man zum Beispiel Pakete hat, die neue Paketnamen haben und man macht ein Postgres 9.0 auf 9.1 Upgrade als Beispiel.
Man kann Code-Policies durchsetzen. Perl-Critics ist hervorragend, Jack Beschissen macht ein paar triviale Sachen. Das ist alles fixfertig als Bestandteil von Jenkins Debian-Glue. Das heißt, man kann gewisse Sachen auch aus statischer Code-Analyse heraus direkt betrachten. Und das Resultat bekommt man als Tab- oder JUnit-Output. Schauen wir uns nachher an, wie das ausschaut. Das heißt, da kann man dann auch definieren, soll der Job abbrechen, wenn ich ein Problem drinnen habe, oder soll er dann trotzdem weitergehen? Wir haben in Jenkins Debian Glue jetzt drei wichtige Sachen. Das erste ist einmal dieser Source-Job, der heißt eben Stern-Source zum Beispiel. Da wird das Source-Paket gebaut. Im Binary-Step wird das Resultat durchgebaut für die Architekturen, die wir unterstützen. Und optional kann man einen Repository-Step integrieren, wo man vielleicht auch komplexere Sachen drinnen macht. Der ist aber optional. Also sonst standardmäßig wird das schon im Binaries-Job gehandhabt. Und die Pew-Parts sind eben dieser dritte wichtige Schritt, der auch optional ist, wo man solche Deinstallations- und Upgrade-Tests drinnen macht. Und ein Beispiel für solche Dependencies von einem Projekt, man hat wirklich, das Projekt heißt also ngcp-config, hat diesen Source-Job, ich baue daraus diese Binaries, wirf das in die Pew-Parts, wirf das in einen Repo-Step und mach gleichzeitig, während die Binaries gebaut werden, mache ich noch spezielle Tests, Unit-Tests zum Beispiel, und da Test-Source, da schaut man sich spezifische Aspekte an. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ein weiteres Beispiel wäre, dass ich sage, ich steige über die Unit-Tests ein. Wenn die Unit-Tests funktionieren, wenn alles in Ordnung ist, wenn ich sage, das ist für mich aus der Sicht release-reif, dann gehe ich erst zum Debian-Paket-Schritt. Das heißt, dann fange ich erst das Source-Paket zum Bauen an, mach wieder meine gleichen Schritte. In dem Fall sage ich also, da habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich das baue. Zum Beispiel einschränke, ich möchte das auf dem Kaubilder-Host bauen und nur für AMD64 und schiebe das dann wieder weiter in der Queue. Das sind nur zwei Beispiele, wie man das machen kann. Das sind sogenannte Upstream- und Downstream-Jobs, die man miteinander in Korrelation, in ein Verhältnis stellen kann. Und im Endeffekt ist das nicht viel Aufwand, dass man mehrere Jobs abhängig davon vom Resultat des Vorigen hintereinander schaltet. Das Deployment von Jenkins Debian Glue ist trivial. Es gibt die automatische Variante und die manuelle Variante. Es ist auf der Homepage dokumentiert. Wer das nicht auf irgendeinem speziellen Rechner testen will, das geht auch auf EC2, ist es wirklich in unter 15 Minuten installiert. Also es gibt ein Puppet-Rezept, das im Endeffekt alles Wichtige macht, dass Jenkins auf dem Debian- oder Ubuntu-System quasi ausgerollt wird. Und wenn man das gemacht hat, schaut es im Endeffekt so aus. Da hat man dann drei Jobs definiert. Das heißt, das ist so eine sich selbst hostende Plattform dann. Da hat man dann Jenkins Debian Glue sich selbst gebaut, beziehungsweise man kann es mit dem Source-Job starten, dann wird der Binaries-Job angeworfen und am Schluss wird Pew-Parts noch ausgeführt. Und das war's. Also mehr muss man wirklich nicht machen. Das ist in unter 15 Minuten erledigt. Jetzt wollen wir uns noch weitere Einsatzbeispiele im Rechenzentrum anschauen. Puppet Custom ISOs Dokumentation. Sehr praktisch, wenn man jetzt Jenkins zum Beispiel im Umfeld hat, mit die Infrastruktur wird Code getrieben gemacht, dann kann man wunderbar Puppet-Checks machen, die man in der Versionskontrolle direkt durchführt. Bevor ein Commit passiert, muss Puppet validieren, das heißt, man lässt einmal den Parser durchlaufen, funktioniert das überhaupt? Man kann das natürlich auch machen, indem man sagt, schaut der Code so aus, wie wir ihn uns vorstellen. Und das lässt sich natürlich wieder wunderbar im Jenkins integrieren. Im Jenkins macht man dann einfach diese Tests, wo man sagt, ich werfe das irgendwo hin, abhängig davon, in welchem Branch das committed wird. Im Entwickler-Branch kann ja alles Mögliche gemacht werden, was vielleicht noch nicht die Policies erfüllt, die man dann im Produktionsbetrieb haben möchte. Dann macht jemand einen Prototype und möchte noch nicht darauf achten, dass alles sauber ist. Dann kann man da sagen, ich möchte nur diesen speziellen Branch im Endeffekt verifiziert haben und erst wenn das fein ist, lasse ich das nach Master mergen zum Beispiel. Das kann natürlich auch wieder Jenkins übernehmen. Das gleiche gilt für Puppet Environments. Mit Environments lassen sich solche Sachen natürlich wunderbar machen. Man schaut auf den Entwicklerbranch, da kann ein Rebase zum Beispiel stattfinden, da können die Leute committen, was sie möchten. In dem Moment, in dem es in Staging geht, sagt man, da müssen gewisse Qualitätskriterien erfüllt sein und erst was in Staging funktioniert hat, da integriert man Tests, das darf nach Production gehen. Puppet Labs hat da einen netten Blogartikel dazu, wie die diesen Workflow beschreiben. Und
Was relativ gerne übersehen wird, ist beim Puppet der Unterschied zwischen das funktioniert fürs laufende System und das funktioniert für eine frische Installation. Ein System, das bereits läuft und Änderungen vom Puppet erhält, kann wunderbar funktionieren, aber eine frische Installation funktioniert nicht wegen anderen Parametern, die am System mittlerweile einfach geändert sind. Und da gibt es jetzt zwei Ansätze. Das eine ist, man schaut quasi so wie Unit-Tests in Puppet, wo man das Testen übernimmt. Und das andere ist, man schaut sich das Resultat am Live-System dann an. In diese erste Kategorie fällt eben zum Beispiel RSpec Puppet, das eigentlich so ein Framework auf RSpec schafft, dass man Puppet-Tests schreiben kann, die einfach schon verifiziert werden, bevor dieses jemals auf einem Live-System zum Einsatz kommt. Da gibt es eben noch zwei, also einen Blogpost von Puppet Labs dazu, der sehr interessant zum Lesen ist. Das andere ist Camp2Camp mit Puppet-Spec, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Und als Unterschied dazu haben wir eben dieses Verifizieren vom System. Das heißt, wenn ein Puppet-Rezept einmal, ein Modul einmal deployed ist, schaut der Server eigentlich so aus, wie ich mir das vorstelle. Und da gibt es momentan zwei Ansätze, die jetzt aus der Ruby- bzw. Puppet-Schiene kommen. Das ist RSpec-Tests und MSpec-Data, die beide einen ähnlichen Ansatz haben, die ja auch hergehen und sagen, wir möchten ähnlich wie die Unit-Tests eigentlich auch fürs Live-System testen, ist die Software dann deployed, läuft das System so, wie wir uns das vorstellen. Und aus einer ganz anderen Ecke, für die Leute, die Perl gerne haben, kann ich Test-Server empfehlen. Das ist eigentlich nur so eine Sammlung von ein paar Perl-Skripten, die aber so typische Sachen wie, stimmt der Hostname zum Beispiel, hat jede IP-Adresse bzw. hat jedes Interface einen Namen, den ich auflösen kann etc. Das sind so Sachen, die man ganz leicht integrieren kann. Das Schöne von gerade aus dem Perl-Umfeld ist, die produzieren standardmäßig Tab-Reports, die man eben im Jenkins wieder wunderbar weiterverarbeiten kann. Und der Aufwand, um jetzt genau diese Integration mit Jenkins zu machen, ist sehr, sehr minimal. Weil im Endeffekt muss man das nur auf dem Endsystem ausführen, diese Tests, sammelt die Reports ein und lasst im Endeffekt von Jenkins auswerten. Ein weiterer Ansatz, den ich im Rechenzentrum häufig habe, ist, dass man Griml-ISOs customized. Das geht sehr einfach und ist leider nicht allzu bekannt, deswegen möchte ich das erwähnen. Im Griml Live, das ist das Projekt quasi aus Griml, das die Griml-ISOs baut. Das hat sogenannte Templates und die kann man anpassen und mit Griml2ISO kann man diese angepassten Templates überschreiben im ISO. Das heißt, man muss nie ein ISO remaster, man kann das von Upstream nehmen, von uns, passt die Templates an, wo man sagt, ich möchte spezielle Boot-Optionen standardmäßig drinnen haben, sei es, dass man keinen Frame-Buffer haben will, sei es, dass man die Netzwerkkonfiguration speziell machen möchte oder auch so ein Netzskript, also wo man im Endeffekt ein beliebiges Skript von HTTP, Samba, was auch immer, beziehen kann, das dann automatisch während dem Boot-Vorgang ausgeführt wird. Das ist sehr praktisch, um eben zum Beispiel Rate-Management zu automatisieren. Der Aufwand ist gering. Jemand schreibt ein Shell-Skript oder ein Perl-Skript oder was auch immer, das im Endeffekt die Logik macht, die man dann angepasst auf die MAC-Adresse zum Beispiel ausrollt. Also nur als Beispiel, das ist jetzt das Upstream-ISO, so wie es jetzt von uns, dem Griml-Projekt kommt. Und ohne dass es jetzt remastered worden ist, ist das das ISO quasi, wie es bei einem Kunden im Einsatz ist. Also die machen Software-Releases, wo über gewisse Boot-Optionen das gesteuert wird und im Endeffekt braucht man nur den Boot-Splash, wenn man das überhaupt möchte, aber man kann da im Firmenlogo was auch immer reinwerfen, die Boot-Optionen anpassen und muss niemals ein ISO remastern. Man lädt sich im Jenkins zum Beispiel das Griml-ISO mit wget runter, ruft dann einmal Griml2ISO auf mit dem Pfad zu den Templates, die man sich erstellt hat und das war's. Und die Templates kann man im Endeffekt von uns nehmen und einfach anpassen. Und schon hat man ein Custom Rollout, das ist so ein Beispiel, das ist wahrscheinlich schwer zum Lesen, aber im Endeffekt hat man ein statisches Logo oben, wo man Informationen zum System macht, also in dem Fall steht zum Beispiel drin, das ist in Blade Chassis Slot 2, da läuft der Installer in der Version drunter mit auf der IP-Adresse, wann ist es losgegangen und das ist nichts anderes als über so ein Deployment-Skript gestartet. Das heißt, der Aufwand, um zum Laufen zu kommen mit sowas, ist wirklich sehr, sehr gering. Was man auch schön machen kann, ist Admin-Doku. Das ist hervorragend, den Jenkins zu integrieren, weil im Endeffekt muss man nichts anderes haben, als die Admin-Doku muss in irgendeinem Versionskontrollrepository liegen und Jenkins baut es dann bei jedem Commit, beziehungsweise bei jedem Push.
Jenkins schnappt das auf, was man da gekriegt hat. Ich kann da Sphinx beispielsweise sehr empfehlen. Es hat nämlich eine eingebaute Suche, was sehr praktisch ist, weil im Endeffekt hat man da HTML-Output, PDF-Output und wenn man irgendwas sucht und nicht weiß, in welchem Kapitel das ist oder wo das jetzt eigentlich war, hat man ein Suchfeld, schreibt das rein, was man sucht und das war's. Und das Schöne daran ist, man hat immer aktuelle Dokumentation. Derjenige, der sie eingecheckt hat, kann gleich schauen, ist der Output sinnvoll, ohne dass er jetzt die ganzen Build-Depends für die Dokumentation installieren muss. Das kann ja genauso auch LaTeX sein. Wunderbar zum Einsatz zu bringen, aus einem Projekt, das Beispiel, wo wir so eine System-Overview haben, wo die Singer-Checks drinnen sind, wo man auf einen Blick sieht, ist das eigentlich sinnvoll, was man da jetzt gerade hat am laufenden System, darunter ein paar Graphen und in einem Tab quasi inkludiert das Admin-Handbuch. Das macht einfach Jenkins in dem Moment, das heißt, derjenige, der irgendeine Änderung macht am Setup, checkt das in Puppet ein, die Puppet-Module können verifiziert werden, der checkt die passende Dokumentation dazu vielleicht ein, die unabhängig vom Puppet sein kann, also wo man sagt, da beschreibt man abstraktere Konzepte, beziehungsweise diejenigen, die dann Operating übernehmen müssen und in dem Moment ist es dann schon aktuell. Weiters kann ich empfehlen, Vagrant und Vivi. Wer kennt denn Vagrant? Auch schon sehr viele. Wer setzt denn Vagrant ein? Ja, weniger. Vagrant hat in letzter Zeit ein paar sehr nette Features dazu bekommen und zur Erklärung, was Vagrant ist, es ist ein Framework, um anfangs mit VirtualBox automatisch Entwicklung zu betreiben, also wo man Puppet-Rezepte, Chef-Rezepte oder Shell-Provisioning leicht konfigurieren kann und unterschiedlich komplexe Umgebungen sich relativ leicht erstellen kann. Und das Schöne dabei ist, man kann Entwicklern auf einmal die Chance geben, dass die ihre Infrastrukturänderungen, die sie brauchen, wie ich brauche einen Apache mit dem Modul, die können es in einem Puppet-Modul schreiben. Das Puppet-Modul kann man dann über Vagrant ausrollen und derjenige Entwickler kann die Infrastruktur bei sich nachbauen. Und mit Vivi hat man dann eine schöne Kombination. Mit Vivi kann man eben diese Vagrant-Boxes automatisch bauen. Und da, was macht man sich in so einem Fall? Man geht her und sagt, jede Änderung, die wir in einem Puppet-Modul haben oder in irgendeinem Code-Pfad, wir bauen automatisch das passende Base-Image für Vagrant. Und der Entwickler geht her, kann sich diese Basebox wieder runterladen, kann das testen und kann seine Änderungen wieder on top applyen. Das heißt, der Entwickler kann Infrastruktur bei sich lokal mit VirtualBox nachbauen. Mittlerweile gibt es auch VMware Fusion Support in Vagrant und auch einen AWS-Provider, beziehungsweise auch für andere Plattformen mittlerweile in Arbeit. Das ist eine sehr schöne Variante, um Continuous Integration wirklich im Rechenzentrum anzuwenden, mit Hilfe der Entwickler, weil die Entwickler Sachen testen können, ohne dass man im Produktionsbetrieb was kaputt machen kann oder wo man sagt, man muss bestimmte Maschinen, er braucht 4 Maschinen, damit er dieses Cluster-Setup sich nachbaut. Das kann man alles über solche Mechanismen automatisieren. So, ich habe gesagt, ich möchte ein paar Best Practices erzählen, weil wenn man solche Projekte angeht, dann hat man natürlich Schmerzen. Also es ist auch nicht so, dass Jenkins jetzt 100% glücklich macht. Es gibt definitiv Ecken und Kanten. Wie fängt man am besten an damit, wenn man jetzt sagt, das gefällt mir ganz gut, das klingt so, wie das könnte ich sinnvoll einsetzen. Automatisieren, was weh tut. Nicht mit dem Anfangen, was am besten ausschaut oder wo man sagt, das könnte am coolsten sein, sondern das, was am meisten schmerzt. Wenn man zum Beispiel Umgebungen hat, wo man Software für mehrere Architekturen, für mehrere Distributionen etc. kompilieren muss, dann muss man mit dem anfangen, was dabei am meisten wehtut. Wo man sagt, bin von einer eigenen Box abhängig, die brauche ich immer zur Verfügung, wenn ich unterwegs bin, kann ich nicht auf die zugreifen etc. Das sind genau die Sachen, da fängt man an dann zu optimieren, beziehungsweise einfach einmal mit Jenkins zu spielen. Ich kann das Timestamper-Plugin schwer empfehlen, weil ein klassisches Problem ist so, warum dauert der Jenkins-Job so lange? Und man sieht den Konsolen-Output, aber weiß nicht, was hat eigentlich so lange gedauert dabei. Das ist leider nicht standardmäßig installiert im Jenkins-Deployment. Das ist aber ganz leicht zu installieren und mit dem kriegt man eben genau auf der linken Seite sichtbar diese Timestamps, dass man nachvollziehen kann, wo hat denn eigentlich ein Build-Step im Jenkins lang gedauert für mich. Genauso empfehlenswert ist dieses Test-Anything-Protokoll.
Das JUnit erfüllt nicht alle Anforderungen. Gerade wenn man jetzt aus der Perl-Richtung kommt, kriegt man auch JUnit-Output vielleicht nicht so hin, wie man es haben möchte. Das ist ein Plugin und sobald man das installiert hat, kann man die Reports, so wie man sie sonst für JUnit kennt, auch für TAP integrieren. Also sollte jemand TAP-Reports bevorzugen gegenüber JUnit-Plugins, bitte einfach nur das Plugin installieren und das funktioniert genauso. Erwähnenswert ist auch das Bruce Schneier-Plugin. Da gibt es mehrere solche in der Richtung, die im Endeffekt nichts anderes machen, als die bringen ein bisschen Fun rein in Jenkins. Das Nette ist, dass Entwickler dann gerne das Webinterface lieber haben zum Anschauen, wenn solche Kleinigkeiten drin sind wie Works on my machine oder eben solche Knows Alice and Bob's Shared Secret Stories. Ist nur natürlich eine Kleinigkeit. Viel wichtiger ist Discard Old Builds. Wer Probleme hat mit der Performance, Disk Usage, Jenkins haltet standardmäßig alle Builds auf, beziehungsweise das, was man als Build Output, als Artifact speichert, wird standardmäßig mitgespeichert. Auch die ganzen Bildvorgänge selbst werden nicht weggeworfen. Und wenn der Workspace schnell groß wird, wenn die Performance von Jenkins immer schlechter wird, sollte man sich Gedanken darüber machen, wie viele Builds braucht man eigentlich wirklich. Also es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich behalte sie von gewissen Anzahl an Tagen, ich behalte eine bestimmte Anzahl an Builds, aber gerade für Builds, die man standardmäßig nach ein paar Wochen nicht mehr braucht, die kann man guten Gewissens beseitigen, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, nur als Disclaimer, man kann Builds als Keep Build Forever markieren. Das heißt, wenn man sagt, den möchte ich aber immer haben, den möchte ich nie wegwerfen, kann man das einfach mit einem Klick im Webinterface, beziehungsweise natürlich auch über die Command Line gesteuert, erreichen. Wichtig ist, ich habe schon gesagt, RAM schadet nie. Schnelle Hardware nutzen. Es ist schade, wenn Jenkins nur deswegen nicht genutzt wird, weil er vielleicht nicht ganz so schnell ist oder die Umgebung nicht ganz so schnell ist, wie man es haben möchte. Die Hardware ist im Vergleich zur Entwicklerzeit geschenkt. Das heißt, schauen, dass die Hardware für Jenkins passt und dass das Ganze homogen ist. Die Änderungen, die man bei Jenkins-Jobs macht, wenn man jetzt sagt, man hat wirklich für jedes Projekt einen Jenkins-Job oder vielleicht mehrere, dann hat man in diesen Build-Steps dann meistens Code drinnen. Das Problem ist, jetzt hat man mehrere Projekte, die sind identisch. Diese identischen Projekte, die hätte man jetzt gerne gemeinsam geändert. Da hilft es, wenn man statt diesen Code direkt in den Jenkins-Job einfach ein Skript integriert, ein Skript aufruft und in dem Skript selbst sind diese Code-Snippets drinnen. Und auch schauen, dass man vereint und generalisiert, was ähnlich ist. Also das ist auch der Ansatz vom Jenkins Daemon Glue, was ich vorher erzählt habe. Da ist wirklich die Idee, man vereint, man weiß, dass in einem Source-Job das Source-Paket generiert wird, man weiß, dass in einem Binaries-Job das Binary-Paket generiert wird. Und das Gleiche sollte man sich auch überlegen, wenn man Jenkins im größeren Stil einmal einführt, das Ganze einheitlich zu machen. Die Builds bitte triggern und nicht bollen. Das ist so ein Klassiker, der gemacht wird. Man schaut, man kann da die aktivieren im Jenkins, pollen das Versionskontrollsystem und wenn es Änderungen gibt, dann soll der Jenkins bauen. Das funktioniert für eine gewisse Anzahl an Jobs relativ gut, aber es gibt so ein paar Probleme bei Jenkins Restarts, auch mit Slaves, dass dann alles nicht mehr ganz so gut kontrolliert werden kann. Und das erklärt sich deswegen, weil die meisten, die Jenkins wirklich produktiv verwenden, die gehen weg von diesem Trigger-Ansatz und vom Pollen-Ansatz, sondern gehen zum Trigger-Ansatz. Triggern heißt nichts anderes, man kann Jenkins über einen zum Beispiel WGET oder Curl-Aufruf über die API einfach triggern, wo man sagt, bau mir das jetzt. Das ist ein Aufruf von einer URL, da kann man auch Parameter mitgeben, wenn man eben, falls das jemand mal sagt, parameterized builds hat, da kann man eben diese ganzen Optionen, die man jetzt beim Bauen angeben müsste, auch mitgeben. Und das Wichtige ist, zu schauen, gibt es nicht sogar vielleicht ein Plugin für das System, das ich brauche. Also wer jetzt zum Beispiel von GitHub baut, da gibt es ein fertiges GitHub-Plugin, das installiert man und das erkennt dann, indem man es bei GitHub aktiviert hat, in den Service-Hooks, erkennt automatisch, wo ist dieses Repository eingetragen und aktiviert dann automatisch diesen Jenkins-Job. Das heißt, bitte weg von diesen Pollen und schauen, gibt es irgendwelche Änderungen am Versionskontrollsystem, sondern hin zu diesen Triggern, wenn es notwendig ist. Das kann man natürlich auch kombinieren mit, wenn ich meine Änderungen in diesem Repository drinnen habe, dann möchte ich automatisch den
den Job starten bei Jenkins, der die Dokumentation baut. Übrigens wäre es nett, wenn die Dokumentation baut, dass ich auch gleich schaue, stimmen die Versionsnummer zwischen verschiedenen Projekten überein etc. Das kann man dann alles über ganz einfache Hooks im Versionskontrollsystem machen. Wenn man jetzt diese mehreren Jobs hernimmt, dann wird man schnell feststellen, dass dann, wenn mehrere Upstream- und Downstream-Jobs im Jenkins zusammenhängen, eigentlich das Problem entsteht, wenn man jetzt ein neues Projekt hinzufügen will, muss man gleich 3, 4, 5 oder vielleicht noch mehr Jenkins-Jobs anlegen, damit diese ganzen einzelnen Steps zur Verfügung stehen. Da gibt es sehr, sehr viele Tools. Jenkins-Job-Builder ist jetzt eins, das relativ bekannt geworden ist in letzter Zeit. Da definiert man in einer YAML-Datei eine gewisse Grundstruktur, wie man die Projekte miteinander verbinden möchte, welche Abhängigkeiten die haben, welche Build-Steps drinnen vorkommen. Und der abstrahiert das weg. Das heißt, der kann ohne Probleme mehrere Jenkins-Jobs auf einmal aufgrund dieser abstrahierten DSL anlegen. Ich habe auf der angeführten URL viele weitere Tools angeführt. Also es gibt unzählige Jenkins-Job-Builder-Tools, die je nachdem, was man bevorzugt, welche Programmiersprache, Python, Perl, Ruby, unterschiedliche Implementierungen aufweisen. Und wenn man jetzt diese Jobs automatisch anlegt, beziehungsweise vielleicht auch, wenn man es noch gar nicht macht, ich kann dieses SCM Sync Configuration Plugin empfehlen. Das macht nichts anderes, als das committet jede Änderung, die man in einen Jenkins-Job durchführt, im Webinterface, auf der Command-Line. Sobald man über die API geht, schaut das nach, welche Änderung hat es gegeben und committet das in ein vorgegebenes Repository. Also das kann man auf den eigenen Git-Server machen, in einem Subversion-Repository, wo auch immer. Das heißt, man hat ein Backup der Jenkins-Job-Konfiguration beziehungsweise auch der Jenkins-Konfiguration. Das heißt, wenn dieser Jenkins-Server mal wegsterben sollte, kann man ohne Probleme zumindest einmal die Jenkins-Jobs selbst sofort wieder deployen und die Daten, die drunter sind, die Artifacts, die kann man ja dann aus dem Backup schön langsam rausholen. Was auch gerne vergessen wird, wenn man Continuous Integration einführt, also auch vor allem im Rechenzentrum, ist externe Abhängigkeiten beseitigen. Das sind alles Fälle, die habe ich in der Praxis gehabt, wo jemand nicht deployen konnte, weil GitHub down war, weil PyPy down war, weil RubyGems ein Problem gehabt hat, das war mit den Security Updates, weil das Percona Repository schlecht gesynkt war, beziehungsweise kaputte Release Date hatte. Da ist wichtig, schauen, dass man das lokal nachbildet. Einen lokalen Mirror nachziehen, schauen, dass man nicht nur die Repositories bei GitHub hat, sondern vielleicht eine Kopie einfach gespiegelt, fahrt lokal auf den eigenen Git-Server und bei GitHub liegt einfach nur ein Mirror, der mit Git Push minus Mirror gemacht wird. Also da ist wirklich, wirklich wichtig, schauen, wo habe ich externe Abhängigkeiten, was passiert in meiner Umgebung, in meiner Continuous Integration, Continuous Delivery Umgebung, sollte GitHub down sein. Da gibt es unzählige Aufschreie dann immer auf Twitter und Co., wo die Leute sagen, ich kann nicht deployen, weil GitHub ist down. Der Ansatz von Continuous Integration war aber eigentlich ein anderer. Man ist unabhängig von einzelnen Maschinen und da gehört natürlich auch Infrastruktur wie GitHub dazu. Das heißt, wirklich schauen, weg von externen Abhängigkeiten. There are only two hard problems in computer science, cache invalidation, naming things and off by one errors. Und naming things ist wirklich, wirklich wichtig, wenn man Jenkins verwendet, beziehungsweise Jenkins im größeren Stil wieder verwendet. Irgendwann hat man Jobs, wo man nicht mehr weiß, was machen die eigentlich. Kann ich den löschen? Kann ich den beseitigen? Wie wichtig ist der? Der ist auf Rot. Muss ich da jemand drum kümmern? Muss ich da jemanden treten? Das heißt, da ist wirklich wichtig, sich ein Schema zu überlegen, wie sollten eigentlich die Jenkins-Jobs bei mir heißen. Habe ich da vielleicht Hardware-Namen, die ich dafür verwenden kann? Habe ich da vielleicht Programmiersprache, die ich da irgendwie einbinden kann? Habe ich da irgendwelche Branches, die ich im Jenkins-Job verwenden kann, damit ich schneller drauf komme? Also da ist wirklich wichtig, irgendein Schema herausfinden für den Anwendungsfall und das auch konsequent durchziehen. Auch wichtig, also wer mal von diesem Jenkins-Master-Ansatz weg ist, also Jenkins-Master-Slave, falls das jemandem kein Begriff ist, man kann nicht nur einen Jenkins-Server betreiben, sondern man kann auch mehrere Jenkins-Slaves integrieren, dass man im Endeffekt über mehrere Mechanismen automatisieren kann auch, dass man sagt, man hat einen Master, der ist die Kontrollinstanz und bauen lasse ich dann aber auf Jenkins Slaves. Und das sind dann die Billing Nodes. Da kann ich dann beliebig viele haben, die können dann auch in unterschiedliche Umgebungen laufen. Das heißt, dass manche lokal laufen, manche in VMs auf anderen Rechnern, manche vielleicht in der Cloud. Das Wichtige ist, den Jenkins Master, sofern es irgendwie geht und die Umgebung zulässt,
als Kontrollinstanz verwenden, am Jenkins Master selbst nichts bauen. Das ist Load, die dann im Endeffekt ein paar Mechanismen von Jenkins verändert. Und indem man sicherstellt, dass man auf relativ konstanten Maschinen baut und auch zuweist, wo wird was gebaut, sind auch die Bildgrafen auf einmal viel interessanter. Und da ist wirklich wichtig, im Hinterkopf behalten, Jenkins Master ist die Kontrollinstanz, da hat man die Jenkins Jobs liegen, da werden die Sachen wieder gesammelt, da wird die ganze Information von Jenkins verwaltet und gebaut, alles was man im Endeffekt mit Rechenzeit zu tun hat, die Last verringern und einfach auf einen Slave gehen. Sehr hilfreich sind auch Dashboards. Viele sagen, ja, aber ich habe so viel Output in Jenkins, ich werde erschlagen von Informationen oder weiß gar nicht, was muss ich jetzt eigentlich machen. Da hilft es, je nachdem, wo die Schmerzen eigentlich liegen, verschiedene Mechanismen zu verwenden. Es kann sein, dass jemand nur sagt, ich brauche eigentlich nur eine interessante View auf mein Repository, wo meine Softwarepakete liegen, sei es jetzt Debian oder RPM oder was auch immer. Man kann eine View auf den Bildstatus machen. Man sagt, für die Entwickler aus dem Projekt oder die Operation-Leute sind andere Sachen wichtig. Da mache ich ein Dashboard, wo genau der Status angezeigt wird, wie ist der Bildstatus für Jenkins, für die Projekte, die mich interessieren. Das heißt, weg von diesen, ich muss ins Jenkins schauen und herausfinden, was ist für mich eigentlich interessant. Und auch Frontend fürs Steuern von Jenkins bauen. Jenkins lässt sich wirklich über mehrere APIs steuern und da kann man schön abstrahieren im Endeffekt über Sinatra, über Flask, was auch immer. Das ist schnell gemacht, das schreiben auch Leute relativ schnell, die den Jenkins auch gar nicht kennen, die wissen, die müssen eine URL aufrufen und das war's. Da kann man sich wirklich abstrahieren von Jenkins und unabhängig machen. Weil das Problem ist dann, wenn die Leute sehr auf Jenkins-Workflows angepasst sind, gewisse Workflows in den Köpfen haben und man neue Plugins installiert oder neue Upstream-Downstream-Relationen, dann kennen sich die Leute schnell nicht mehr aus. Das kann man alles weg abstrahieren, indem man so die bekannten Dashboards verwendet. Ein paar Low-Hanging Fruits für Speedup. Gerade wenn man jetzt Software baut, im Jenkins was macht, was schnell hilft, ist, statt dass man auf die lokalen Disks geht, einfach TempFS nutzen oder Eat My Data, das im Endeffekt das Sync abstellt oder F-Sync. Lokaler Package-Mirror, man kann wirklich leicht einen Debian-Mirror erzeugen, einen RPM-Mirror, man kann einen RubyGem-Mirror erzeugen. Das sind alles Sachen, die kriegt man relativ schnell hin und die ersparen dann aber Schmerzen, wenn die Netzwerkverbindung nach außen schlecht ist oder man irgendwelche Routing-Probleme hat. Sachen wie man kann kontrollieren, wie schnell der Zugriff darauf ist. Wenn ein Mirror einfach überlastet ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, verändert das natürlich auch meine Bildgrafen. Das sind Sachen, die machen die Umgebung viel schwerer steuerbar. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, Puppet mit mCollective, also sollte jemand Puppet verwenden und nicht mCollective. mCollective ist gerade in dieser Umgebung für Continuous Integration im Rechenzentrum deswegen interessant, weil man sicherstellen kann, dass alle Bildumgebungen den gleichen Status haben. Man sagt also, ich möchte ein apt-get-update machen und dann möchte ich sicherstellen, dass Jenkins Debian Glue überall auf allen mit Jenkins Slave gedeckten Maschinen die gleiche Version hat. Da kann ich also wirklich ganz kontrolliert ausrollen und sagen, ich habe eine Änderung in meiner Infrastruktur, das kann jetzt genauso gut auch ein Firmware-Paket sein oder ein RAID-Management-Paket, das möchte ich auf allen meinen Servern, die ein bestimmtes Tag haben oder generell auf allen, möchte ich das ausrollen. Da kann ich mit mCollective genau das schön machen, ohne dass ich mich auf jeder einzelnen Maschine mit SSH einlogge und den Output vergleiche. Geht natürlich alternativ auch mit Capistrano oder Fabric. Auch solche Tools lassen sich natürlich wunderbar in Jenkins integrieren. Also diesen Build-Step, den wir gesehen haben, da kann man alles integrieren, was man möchte. Also es gibt auch Plugins, damit man Python-Skripte direkt ausführen kann. Man kann aber auch im Endeffekt einfach nur einen Wrapper reinnehmen, ein Shell-Skript, das die passenden Skripte, die man im Hintergrund hat, aufruft. Und in dem Moment kann man die eigene Umgebung, die man bisher vielleicht über Fabric oder Capistrano gesteuert hat, einfach in Jenkins integrieren. Ich möchte doch warnen vor der Catch-22-Falle. Da gibt es so zwei klassische Beispiele. Das erste ist, man kann kein Jenkins-Upgrade machen, weil ein Plugin vielleicht kaputt ist oder ein Plugin von einer bestimmten Version abhängt, aber umgekehrt hat man mit der aktuellen Version ein Problem. Da ist es dann halt wichtig, dass man im Vorfeld schaut, ist die Jenkins-Umgebung die richtige, verwende ich vielleicht oder sollte ich vielleicht eine LTS-Version verwenden, die Plugins in einer bestimmten Version verwenden und das Ganze testen, ob das alles funktioniert, in einem zweiten System machen
Und was wir vorher schon gesehen haben, also dieses Jenkins Debian Glue Environment, das wir ausrollen, das hostet sich selbst. Und da kann es natürlich jetzt den interessanten Bug geben. Die Build-Skripte, die unter dem Continuous Integration System stecken, werden aus dem Continuous Integration System gebaut. Die Frage ist, wie kriegt man da jetzt Änderungen rein, die im Endeffekt erst durchlaufen müssen und dann in dem System sich selbst installieren. Das heißt, schauen, dass man keine zirkulären Dependencies irgendwie versteckt einzieht in die Infrastruktur. Das passiert im Rechenzentrum insofern relativ gerne, weil man dann versucht, alles im Jenkins zu integrieren. Man möchte jeden Schritt automatisiert haben, man möchte nichts mehr manuell machen und irgendwann hat man einen Schritt, man hostet halt im Endeffekt dann die eigene Jenkins-Test-Infrastruktur wieder im Jenkins und um das zu testen, müsste man ein Upgrade machen. Das Upgrade kann man nicht machen, weil die Infrastruktur kaputt ist. Also das ist sowas, das sollte man sich im Vorfeld durchaus ein bisschen überlegen. Und damit man sich das überlegen kann, ein Wartungsfenster auch für die Continuous Integration Umgebung schaffen. Das wird gerne vergessen. In dem Moment, in dem Jenkins einmal so den Einzug gefunden hat in die Umgebung, stehen die Leute drauf, die Leute verwenden es in der Regel sehr, sehr gerne. Und dann ist das Problem so, ja, ich bräuchte jetzt ein neues Plugin, ich müsste dort irgendwas konfigurieren, aber ich kann jetzt den Jenkins nicht restarten, weil alle gleichzeitig darauf zugreifen und der ist jetzt einfach wichtig. Da ist es dann wirklich essentiell, dass man eine Testumgebung schafft, wo man gewisse Sachen ausprobieren kann, bevor man produktiv geht und auch wirklich ein Wartungsfenster ankündigt. Also wirklich nicht darauf vergessen, dass auch eine Continuous Integration Lösung, die im Endeffekt sich ständig am aktuellen Stand erhält, auch eine Wartungszeit zur Verfügung bekommt. So, als kurze Wiederholung, bitte keine Angst vor Jenkins. Wer Jenkins in der Softwareentwicklung vielleicht eh schon einsetzt, der hat einen kleinen Schritt überhaupt nur auch ins Rechenzentrum damit zu gehen, also sei es jetzt Puppet oder Chef, da gibt es wunderbare Tools, mit denen man das verknüpfen kann. Jenkins lässt sich wirklich leicht integrieren, gerade dank dem Webinterface und wenn man dann genug hat vom Webinterface oder das Ganze dann über die Command Line mehr machen möchte, gibt es genug Tools. Wichtig, Automatisierung. Diese ganzen Schritte, die wir für Firmware-Rollout haben, für RAID-Management, für die Installation von Systemen, für das Bauen von Virtual Machines, da haben wir Paketmanagement, wir haben Konfigurationsmanagementsysteme und das kann man alles wunderbar integrieren, gerade in Jenkins, zu keinen Lizenzkosten. Manuelles SSH ist so ein Pattern, dass irgendwas relativ schlecht funktioniert in der Umgebung. Schauen, dass man Fabric, M-Collective, was auch immer verwendet und das Ganze so automatisierbar macht, dass das im Endeffekt weg abstrahiert ist von irgendeinem speziellen SSH-Login, von irgendwelchen speziellen Permissions. Das kann man alles über den Jenkins machen. Tests schreiben. Ich sehe relativ wenig Tests noch für Puppet-Rezepte und gerade dieses Problem mit die Änderung funktioniert beim Upgrade, aber schon bei der frischen Installation von dem aktuellen Bestand funktioniert es nicht mehr. Das sind Sachen, die kann man mit Jenkins weg abstrahieren, indem man wirklich sagt, alles was ich committe, wird beim Push dann automatisch getestet, funktioniert der Change für aktuelle Systeme, funktioniert es für das Upgrade, genauso wie funktioniert das für eine frische Installation. Und Dashboards nutzen. Wer wirklich das Problem hat, dass Jenkins nur deswegen nicht angenommen wird, weil jemand den Output nicht mag, überwältigt ist von den ganzen Jobs, von den ganzen Optionen, von den ganzen Testreports, weg davon und schauen, dass man das einfach auf das Essentielle beschränkt. Gibt es Fragen? Hi. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie Jobs auch zu gruppieren, sage ich jetzt mal, in der GUI, dass ich da jetzt nicht auf der Startseite irgendwie 100 Jobs sehe oder sowas, sondern so Directory-Folder-strukturmäßig? Gibt's. Das nennt sich View. Die kannst du einfach hinzufügen. Das ist dann im Endeffekt wie ein Untertab, dem du irgendeinen Namen gibst und da kannst du entweder nach Regex oder nach Bildstatus sortieren. Da gibt es ja unzählige Plugins dafür, die im Radiator ist zum Beispiel so ein Schlagwort, unter dem du relativ viel findest, die dann auch zum Beispiel wirklich so ein Dashboard bauen, wo du dann im Endeffekt von einer Gruppe die einzelnen Jobs sortiert hast und als Beispiel nur die fehlgeschlagenen angezeigt kriegst oder dann Grün und Rot Abstraktion. Aber sonst dieses ganz normale View, die kannst du ganz, ganz normal im Jenkins einfach hinzufügen. Die kannst du natürlich dann nach Gruppen, Operations oder Unit-Tests oder was auch immer gruppieren. Überhaupt kein Problem. Mhm. Weitere Fragen?
Okay, scheinbar keine Fragen mehr. Vielen Dank, Mika, für den Vortrag.